Herzlich willkommen zurück bei Gothic. Im letzten Part haben wir das Kapitel 2 begonnen und auch schon die erste Quest hinter uns gebracht, nämlich dem guten Iberion, der hier in diesem Gemäuer sitzt, den magischen Fokus gebracht. Und jetzt sollen wir den Fokus zu Korkalom bringen und das fangen wir direkt an. Also viel Spaß beim Part und los geht's. So, Korkalom, der sollte in seinem Labor sein. Den kennen wir ja auch schon aus anderen Parts. Unser Weg führt uns also direkt dahin. Manche lernen gar nicht. Und hepp. Ich weiß nach wie vor, ich muss immer wieder darauf hinweisen, dieses Vorangespringe sieht vielleicht nicht ganz Roleplay-mäßig aus, aber es ist für dieses Spiel auf jeden Fall ein Vorteil, da man einfach schneller vorankommt. So, und hoch hier. Sehr gut. Dann speichern wir nochmal ab und gehen hier rein. So, lieber Korkalom, ich habe was für dich. Was willst du? Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Sehr gut. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja. Ja. Ausgezeichnet. Ich glaube, wir haben noch keinen Mindcrawler in diesem Let's Play gesehen. Aber ich weiß, was ein Mindcrawler ist und viele von euch wissen es sicher auch. Und selbst wer es noch nicht weiß, wir lernen sie auf jeden Fall bald kennen. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Narr. Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Okay. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Okay, da war die Antwort schon fast mit drin. Finde ihr Nest. Na gut, dann schauen wir doch mal. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Okay. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Okay, gut zu wissen. Gor Navid, sehr schön. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Da bin ich ja beruhigt, diese Antworten. Ich find's immer wieder geil. Okay, Iberion sagte, du würdest mich entlohnen. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun ja. Gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Ja, immerhin. Okay, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer oder das wird bestimmt eine finstere Suche. Ich nehme das blutige Abenteuer, denn ich weiß, dass es dort Heiltränke gibt und bei finstere Suche gibt es, glaube ich, Lichtzauber oder sowas und die brauche ich nicht. Also, das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Okay, dann würde ich sagen... Möge der Schläfer dich erleuchten. Bestimmt, sehr bald. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns doch auf den Weg zur alten Mine. Da führt unser Weg auf jeden Fall nochmal am alten Lager vorbei. Dort schnappen wir uns noch nebenbei die schwere Schattenrüstung.
Vorher holen wir uns hier noch bei Fortuno unsere Ration ab, wenn es denn geht. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Sehr schön. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Okay. So, auch wieder was erledigt. Sehr gut. Also, los geht's. Auf ins alte Lager. Oh ja, spring halt hier rein. Du darfst jetzt wieder aufhören mit... Oh. Ja, manche Glitches sind dann doch eher nervig. Aber egal, los geht's. So, in der alten Mine. Das wird auf jeden Fall eine lustige und interessante Sache. Denn ganz so einfach zum Nest spazieren und wieder raus ist es dann auch nicht. Da gibt es noch die eine oder andere Sache zu erledigen. Aber das kriegen wir hin. Sicherlich kriegen wir das hin. Vor allem, wenn wir gleich die schwere Schattenrüstung haben. Ja, komm, jetzt hier keine Müdigkeit vorschützen. Los, spring dich ins Glück. Jawohl. In dieses Wasser hier sollte man auch nicht reinfallen. Wenn man dort reinfällt, dann wird man sofort mitgezogen. Und dann geht es hier hinten wieder Richtung Sumpflager. Deswegen halten wir lieber ein paar Meter Abstand zum Wasser. Nicht, dass wir dort mal irgendwie reinglitschen. Das wollen wir nicht. Ach, diese Landschaft, wirklich. Es ist einfach immer wieder wunderschön hier, sich durch diese Welt zu bewegen. Die Monster zu kloppen. Pfeifen zu finden. Jo. Schöner Wasserfall hier. Ich glaube, nach diesem Let's Play werde ich mir mal vornehmen, das Spiel zu modden und mir das Ganze doch mal noch mit DirectX 12 Unterstützung anzuschauen und ein paar neue Texturen hier reinzuladen. Aber das erst nach dem Let's Play. Da können wir uns das gerne nochmal zusammen anschauen. Für das Retro-Feeling. Kann man das schon als Retro bezeichnen? Ja, schon, oder? Ich denke. Für das Retro-Feeling macht es mir mehr Spaß, in diesem Zustand das Spiel zu spielen. Na komm. Ja. Irgendwie ist das gerade eine Patz-Situation. Nö, ist es nicht. Ich treffe sie auf jeden Fall. Sie hat mich auch getroffen. Das war nicht so schön. Schöne Sternschnuppe hier im Hintergrund. Herrlich. Aus dem Sprung heraus, jawohl. Sehr geiler Schlag. Okay. Da sind wir wieder im alten Lager. Wir gehen direkt durchs Südtor rein, gehen mal zum Marktplatz und sehen zu, dass wir unser Erz noch zusammenbekommen. Die 1200, die wir brauchen, denn ich glaube, die habe ich noch nicht. Na, wirst du wohl hier durchschalten. Nein, habe ich noch nicht. 969 Erz. Fehlt also noch ein bisschen was. Aber das sollte jetzt gleich kein Problem mehr sein. Für Gommel. Für Gommel ist ja. Sag mir deine. Ich habe jetzt. Los geht's. Okay, der hat nichts dazu gekriegt. Das gefällt mir jetzt noch nicht so. Die sollten doch theoretisch mit ihren neuen Waren auch mehr Erz haben. Zeig mir deine Ware. Ah ja, schau mal einer an. Der Fisk. Der hat nämlich neue Sachen. Hat aber maximal das Kampfschwert, das haben wir ja schon. Das bringt uns also nichts. Aber wir können hier schön die Stahlzunge verscharren. Und wenn wir die Rüstung verkaufen wollen, was wir ja wollen... Ja, schwarzer, weißer, grüner Novize, das kann auch weg. Die brauche ich nicht mehr. Ja, wenn wir die Rüstung verkaufen wollen, dann muss ich sie natürlich erst ablegen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. So, erstmal die 124. Vielleicht komme ich sogar so hin. Ach, das wäre ja göttlich. Mir fehlen ja nur noch 107 Erz. 107, die kriege ich aber nicht zusammen. Denn ich habe keine Spruchrollen, ich habe nichts mehr. Na gut, dann werde ich wohl oder übel die Rüstung ausziehen müssen.
und drinnen an den guten Skip verscharren. Und danach mir die schwere Schattenrüstung holen. Grabo. Okay. So, hat denn Diego was für mich? Für Gomez. Außer die schwere Schattenrüstung hat er nichts zu sagen. Okay, dann geht's hier wieder rein. Und wir haben natürlich auch noch 20 Lernpunkte, die wir auf den Kopf klopfen können. So, was machen wir mit den 20, ist die Frage. Ich glaube, ich werde mir erstmal das Schlösserknacken beibringen. Denn für das zweite Kapitel reicht diese Einhänderstufe 1 auf jeden Fall noch aus. So. Ich könnte dir ein paar Sachen, bla bla bla. Ich will dein Erz. Halt, erst die Rüstung ausziehen, sonst klappt's nicht. So. Vielleicht speichere ich vorher auch nochmal, bevor irgendwas schief geht. Nicht, dass ich dann auf einmal ohne Rüstung dastehe. Das wäre an diesem Punkt des Spiels ziemlich doof. Ich könnte dir ein paar Sachen. Okay, also. Hier, du kannst meine Schattenrüstung haben und gibst mir dafür bitte die 375 Erz. In späteren Spielen der Gothic-Serie ist das Ganze ein bisschen einfacher gemacht mit dem Trading-System. Dann muss man hier nicht alles einzeln reinlegen, sondern kann einfach, man bekommt quasi dann einfach das Gold, wenn man was verkauft. Aber das ist hier noch verwehrt. Alles noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen umständlich gemacht, sagen wir es so. So, lieber Diego, ich hätte gern meine Schattenrüstung, und zwar die schwere. Also, ran. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Jo, geilo. Mach's gut. Dann ziehen wir die an. Da ist sie. Und jetzt sieht's doch nach was aus, ne? Der gute Kerl. Jetzt sieht's doch nach was aus. Ah, so lässt sich's leben. Herrlich. Schicke Rüstung. Und damit können wir auch weitergehen in die alte Mine. Die Frage ist, wie laufen wir zur alten Mine? Wir sind das letzte Mal ja außen rum gelaufen über das neue Lager. Das werde ich jetzt nicht tun. Ist relativ dunkel auch jetzt hier. Parallel immer mal schauen, dass die Aufnahme wenigstens hell genug ist. Motor Red, ich klopfe mal noch weg. Und dann schauen wir doch mal, was uns im Wald erwartet. Wir gehen mal durch den Wald. Oder gehen wir an der Seite vorbei? Ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Da gibt es auch, glaube ich, noch ein paar Mobs. Genau. Denn im Wald drin haben wir es mit mehreren Wölfen zu tun. Und das ist, glaube ich, nicht so gut. Auch wenn ich jetzt die schwere Rüstung trage. Ich weiß nicht, wie gut die dagegen sein sollte. Oder probieren wir es. Wir können es auch einfach mal probieren. Hätte ich vielleicht lieber am Helm lang gehen sollen, aber egal. Oh, eine Stufe gestiegen. Jawohl, ja. Ach Mensch, da habe ich doch glatt noch vergessen, den nicht Taschendiebstahl, sondern das Schlossknacken zu lernen. Vielleicht mache ich das vorher noch. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir gehen nochmal zurück. Ganz schnell ins alte Lager. Es sind ja bloß ein paar Sekündchen, die wir hier verplempern. Und dann holen wir uns noch das Talent Schlösser knacken. Und dann können wir zukünftig, ohne gleich den Dietrich abzubrechen, auch mal beim Schlösserknacken versagen. Bei Snaff können wir gleich noch was zu essen abholen, wenn wir einmal hier sind. Los geht's. Für Gomez! Die leckere Fleischwanzensuppe oder Ragout. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm drei Portionen. Sehr gut. Her damit. Und hier haben wir Fingers. Fingers war ja der Meisterdieb hier. Was willst du wissen? Was ich wissen will. Ich möchte gern. Kann ich eigentlich gleich Schlösser öffnen? Wie werde ich Meister im Öffnen von Schlössern? Du musst erst fortgeschritten sein, bevor du Meister werden kannst. Schade, hätte ja klappen können. Okay, dann Schlösser öffnen, Stufe 1. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern?
Das willst du gerne wissen, hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Ja. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Das ist in der Sache, genau. So, dann muss ich nochmal zurückgehen, ihn nochmal fragen und dann würde ich gleich noch Schlösser öffnen, Stufe 2 lernen. Wie werde ich Meister im Öffnen von Schlössern? Nur wer schon einige Übung hat, merkt genau, wann ihm ein Dietrich abbricht und wann nicht. Du erkennst es am Geräusch. Ich denke, du bist jetzt soweit. Lerne auf das leise Klicken des Schlosses zu achten. Und du wirst nur noch selten das Pech haben, einen Dietrich zu verlieren. Ein Meister des Fachs hat eine gute Chance, eine Truhe zu öffnen, ohne dass sein Dietrich überhaupt abbricht. Dann sollte ich ja mit den paar Stück, die ich jetzt habe, auch ein bisschen weiterkommen. Sehr cool. Mit diesem Talent Schlösser öffnen Stufe 2. Hier sieht man es jetzt. Gemeistert sind nur noch 10% Chance des Versagens. Also nur bei jedem 10. Versuch quasi. Statistisch gesehen, wenn wir mal auf die Schiene kommen wollen, bricht unser Dietrich ab. Und das ist doch eine ganz schicke Sache. Denn dann können wir einfach hin und her probieren und in Zukunft jedes Schloss so angehen, wie wir das haben wollen. Aber das erst, wenn wir ein paar Schlösser zum Knacken haben. Das heißt, keine Truhe ist mehr sicher vor uns. Wir werden uns... Ach, schleichen habe ich ja auch gelernt. Das heißt, ich kann mich auf jeden Fall auch in Häuser reinschleichen oder an irgendwelche Truhen ranschleichen, die vielleicht sonst bewacht sind. Oha, ich sehe überhaupt nichts hier. Crazy. Da vorne waren, glaube ich, zwei Mole Rats, oder? Jawohl, hier haben wir schon den ersten. Hau daneben. Und weiter drin sind, dachte ich, auch noch welche. Laufen wir durch das Ding durch, ist die Frage. Den Weg entlang. Eieiei. Orkblatt. Interessant. Waldbären. Wenn ich jetzt schon Magie hätte oder Fernkampfwaffen. Okay, Wölfe sind auch kein Problem mehr, die krieg mal hin. Da könnte ich von beiden schon gucken, was die hier können. Also wer hier steht und mit wem ich es zu tun habe. Ja, genau. Was war denn das? Der kommt einfach hier runtergesprungen, der Sack. Alter Schwede. Puh. Jetzt habe ich aber nicht schlecht geguckt. Eieiei. Wenn einer so in den Rücken reinspringt. Puh, nichts passiert. Alles gut. Und hier haben wir nicht mal Schaden gemacht. Gar nichts, oder? Hier noch zwei Morads. Sehr gut, sehr gut. Da hinten ist noch einer, oder? Ah, ich sehe es gerade so. Ich glaube, in der Aufnahme sieht man es tatsächlich noch ein Ticken besser als bei mir auf dem Gaming-Monitor. Aber okay. Ja, schick, schick hier. Kleine Höhle. Lässt sich's leben. Oh, was ist denn hier? Eine Schüssel? Bier? Ein Trank? Ein Krug? Kann ich das Ding nicht sogar anzünden? Nee, geht nicht. Schade. Hätte ja sein können. Orkblatt, Nachtschatten. Die ganzen Kräuter, die helfen mir, falls ich mal keine Mana-Tränke oder Heiltränke mehr habe. Oh. Guten Tag. Die wachen ja nicht mal auf. Was ist denn hier los? Verrückt. Wieso sind die nicht aufgewacht? Oh, da ist noch ein Mole Rat. Machen wir auch noch platt. So. Okay. Und dann kommen wir nämlich an der Kreuzung hier raus. In die Richtung ging es weiter zum neuen Lager. Wir wollen hier hoch zur alten Mine. Und da sind wir auch schon wieder. Sehr gut. Jetzt geht's auch voran. Das merkt man natürlich. Storytechnisch geht's jetzt einfach auch nach vorn. Wir haben quasi das erste Kapitel, was dann doch, wenn man alle Quests machen will, ein bisschen langatmig wird. Nicht langweilig, aber es ist schon
wenn man alle Quests soweit machen will für jedes Lager, dauert es schon ein paar Tage. Paar Spieltage, oder wie sagt man? Real-Life-Stunden. Whatever. Man kann das Ganze auch durchwaschen, ganz klar. Aber das ist heute und hier im Let's Play natürlich nicht gewollt. Zumindest war es das bis jetzt nicht. Schauen wir doch mal, was noch so kommt. So, da sind wir wieder. Back to the Roots oder Back to the Old Mine oder... ihr wisst schon. Wir springen einfach... Upala. Wir springen einfach runter und kürzen ab, wollte ich sagen. Vielleicht sollte ich das nicht zu oft tun. Heieiei. So. Jetzt habe ich sogar so viel Schaden genommen, dass ich hier ab und zu mal einen Blutfleck hinterlasse. Hep. Hier sieht man es. Ganz leicht. Gut. Dann schauen wir doch mal. Wir gehen auf jeden Fall zu Ian und fragen den mal, was hier so los ist. Für Gomez. Ja, für Gomez. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ja klar. Weißt du, ich ziehe mir jetzt einfach ein Zahnrad aus den Leisten oder was? Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ein kaputten Stampfer. Mach keinen Ärger. Das klingt auf jeden Fall nach einer Möglichkeit, das Ganze doch noch hinzubekommen. Jetzt heile ich mich allerdings erstmal. Ja, du großer Gott, das dauert ja ewig. So, ein paar Waldbeeren. Komm schon. Zack, zack. Jawohl. Sehr gut. Kurz abspeichern und weiter geht's. Also, er möchte ein Zahnrad haben. Das kann er gern haben, der Kerl. Ich möchte aber auch noch weiterkommen. Erstmal abwarten. Und ich mach mal eins. Hier hinten gibt's meinen Crawler. Ihr seht die schon. War doch klar, dass das ärgert. Falls ihr sie noch nicht gekannt habt, kennt ihr sie jetzt. Das sind die Minecrawler. Und mal gucken, wie stark die sind. Die halten auf jeden Fall einiges an Schlägen aus. Ein bisschen Hilfe wäre ganz gut, denn die machen auch nicht so wenig Schaden. Hilft mir eigentlich jemand hier? Anscheinend nicht. Ja, genau, bleibt halt dort stehen. Aber gut, dass wir die neue Rüstung geholt haben. Die schwere Schattenrüstung ist ja auf jeden Fall schon was wert. Und ja, das sind die Minecrawler. So ein paar kleine Viecher, die hier rumspringen. Ja, machen jetzt nicht so wenig Schaden. Wenn es mehrere sind, könnte das schon eng werden. Wir nehmen schon mal den ersten Trank. Aber, hoppala. Wo wollen die denn hin hier oben? Was sehen die denn? Irgendwas durch die Wand oder? Na gut. Fackel machen wir mal wieder an. Mal sehen, was hier los ist. Rabenkraut. Wir hatten sich eben ein paar Minecrawler eingenistet. Anstatt sie die killen und hier einfach wieder ans Schachten gehen, lassen sie die hier leben, dass die sich hier schön austoben können. An den Erzklumpen da oben muss man auch erstmal rankommen. Nun ja. Noch ein bisschen rundherum gucken und dann geht's ab in den Nebenschacht. Wir wissen ja, wo er ist. Aber ein bisschen erkunden gehört auch immer dazu. Vielleicht entdeckt man ja doch nochmal was, was man auch in den bisherigen Spielen noch nicht gesehen hat. Ich weiß zum Beispiel, hier liegt ein Ring. Den haben wir direkt mitgenommen. Und ich könnte mich jetzt hier runterstürzen. Was mir allerdings wenig bringen würde, denn ich würde einfach nur in den Tod springen. Und das macht natürlich wenig Sinn. Deswegen lassen wir das. Der Ring hat ein... plus 3 Schutz vor Flammen. Da ich keinen anderen Ring habe derzeit, der mir irgendwas bringt, lassen wir es einfach angezogen.
sobald dann was anderes kommt, wie Stärke oder Mana oder Lebensenergie plus, dann können wir den ablegen und den nächsten nehmen. So, lieber Gardist, wie sieht's aus? Für Gomez! Ja, schrei mich doch nicht so an. Erzähl mir von der Mine. Die Buddler schürfen das Erz und wir beschützen sie vor den Crawlern. Okay. Weißt du was über die Crawler? Die ganze Brut sollte man ausrotten. Okay. Wie steht's? Mann, geh mir nicht auf den Sack. Gut. Der gute Kerl scheint nicht wirklich Laune zu haben, mit uns zu reden. Dann lass mal halt. Was soll's. Okay. Hier unten sind indessen ein paar Minecrawler zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es genau sind, aber es sind auf jeden Fall so viele, dass es knapp werden kann. Deswegen schauen wir doch mal, ob wir irgendeine Möglichkeit haben, anders ranzukommen an das Ganze. Wir springen nämlich hier mal runter, jawohl. Und dann sehen wir, dass es 3 Minecrawler sind und wir direkt mal hier beim ersten anfangen. Ah, der hat mich gehittet, das wollte ich nicht. Aber die greifen nicht so aggressiv an, das ist gut. Das ist gut. Denn wenn die einmal zum Zug kommen und mich aufhalten, dann kann es hier schnell in die andere Richtung gehen. Huh, okay. Na Mensch. Wenn man das Kampfsystem einmal wieder drin hat, dann läuft es doch recht gut, muss ich sagen. Nicht so schlecht. Die Kräuter nehmen wir mit. So, und was haben wir hier? Ein Zahnrad. Und an dem soll es nun scheitern, ja? Dieses Zahnrad soll kaputt sein. Na gut. Würde ich sagen, hoppala, hier ist auch noch gut Rabenkraut unterwegs. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann würde ich sagen, übergeben wir Ian doch sein Zahnrad, damit er mit seinem Stampfer wieder loslegen kann. Nochmal eine Fackel aufnehmen, falls es hier hinten noch was gibt. Ich dachte, hier liegt auch noch was rum, oder täusche ich mich? Nö, nichts weiter. Schade, schade. Hätte gerne noch... Ach doch, hier haben wir doch eine Ecke mit Rabenkraut. Was hat Piranha Bytes sich dabei gedacht? Dort einfach nochmal 6-7 Mal Rabenkraut rein zu platzieren? Oder ist da einem die Maus ausgerutscht? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, wir springen hier runter. Und jetzt ist ein kleines Problem an der Sache. Falls es denn nicht gefixt ist, oder vielleicht ist es sogar so gedacht, dass man diese Leitern hier nicht hochkommt. Immer wenn man diese Leitern hochklettert, rutscht man von der letzten Sprosse wieder ab. Oder? Ihr seht, oder? Geht's? Oh, es hat tatsächlich geklappt. Dann kann es sein, dass hier mal was gemacht wurde, denn früher hatte ich immer das Problem, dass man von dieser Leiter wieder runtergeklitscht ist und man musste einen Umweg laufen. Der Umweg lohnt sich, naja, in Anführungsstrichen, er lohnt sich. Man findet da oben auf jeden Fall noch einen Heiltrank, das ist der, von dem uns, ich glaube, der Aleph beim letzten Besuch der alten Mine erzählt hat. Und zwar liegt der hier. Noch eine Spitzhacke, noch ein Erzbrocken. Ja, nehmen wir alles mit, ganz klar. Und schauen uns auch nochmal die obere Etage an. So, hier ist alles zusammengestürzt. Ich glaube, da bewegen wir uns nicht bis rüber. Das Risiko gehen wir jetzt nicht ein. Ups. Und hä? Könntest... Manchmal hasse ich es, wie man hier klippt. So. Och komm schon. Was ist denn jetzt hier los? Muss ich denn erst stillstehen, dass das funktioniert? Das gibt's doch nicht. Ich schaff... Oh. Nun ja, was soll ich sagen? Dann laden wir eben nochmal und sammeln nochmal das Zeug ein. Und wenn wir eingesammelt haben, schaffen wir einfach in aller Ruhe das Zahnrad noch beiseite.
Okay. Also, ich stelle mich jetzt hier an die Kante, drücke springen und nach vorne und springe ganz sicher, ohne runter zu klippen. Einfach hier kreuz und quer. Und zwar so, dass es... Ich krieg die Krise. Es funktioniert einfach nicht. Wieso komme ich hier nicht drüber? Dann eben doch nochmal mit dieser blöden Leiter hier. Hoppala. Okay. Wir sind wieder oben. Wir speichern das Spiel. Und dann geht's wieder hoch zu Ian. Das Zahnrad abgeben. Sodass wir wenigstens diese Quest hier noch beenden können. Und hoch mit dir. Hey. Und hoch mit dir. Sehr gut. Okay. Also, Zahnrad für ihn haben wir. Hier hast es, mein Guter. Für Gomez. Geht's weiter. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Sehr gut. Na dann. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Das wird dann wohl im nächsten Part unsere Aufgabe sein. Das Nest der Koala aufspüren und auszuräuchern. Denke ich zumindest. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao und bis dahin.